Ich finde einfach, das Gesamtpackage ist es absolut wert, diese Ausbildung zu machen, um nicht nur jetzt andere damit zu begeistern, sondern erstmal auch mal bei sich selber anzukommen, sich selber persönlich weiterzuentwickeln und dann genau diese Entwicklung dann auch weitergeben zu können. So, mein Name ist Peter Lewinsky und wir kommen zu einem neuen Erfahrungsbericht hier jetzt über unsere fachliche Hit the Beat Ausbildung. Zu Gast Martin, ich glaube, er ist vor 2 Wochen erfolgreich die Hit the Beat Ausbildung abgeschlossen, stimmt's? Genau, ja, das stimmt. Cool. Freue mich, Genau. dass du dir die Zeit genommen hast, hier einfach ganz offen über die Online-Ausbildung zu sprechen. Bevor wir anfangen, ich würde mich mega freuen, wenn du dich einfach ganz kurz vorstellst, woher du kommst, wie du mit Sport überhaupt in Verbindung gekommen bist. Schieß mal ganz kurz los. Also ich heiße Martin André Steiner und ich komme aus Hadenhofen. Das liegt in Baden-Württemberg in der ländlichen Region, mehr zwischen Stuttgart und Ulm. Ich bin mittlerweile schon 45 Jahre alt und ja, Sport war schon immer meine Leidenschaft. Von früher in der Schule hat es begonnen. Es wurde dann leider etwas unterbrochen durch eine ganz lange, schwere chronische Erkrankungszeit. Und ja, dann kam dann die Zeit, in der ich mich wieder zurück zum Sport begeben hatte durch meine Transformation. Und ja, es war dann im Jahr, jetzt vor 3 Jahren, also im Jahr 2020, als ich dann meine Liebe zum Sport endlich wieder dadurch auch beginnen konnte, weil ich gesund wurde durch meine Transformation, auf meinem Transformationsweg. Und schon vorher habe ich immer wieder Hit the Beat im App mit angeschaut. Ich habe da mitgemacht und ich wollte unbedingt das dann wieder mal machen, weil ich hatte dann auch sehr viel mit funktionellem Training mir selber angeeignet und auch per Krafttraining dann wieder. Und dann kam ich wieder zurück auf diese App und habe dann gedacht auf einen Schlag, ja, genau das war es eigentlich. Und dann war für mich klar, dass ich das nicht nur für mich machen möchte, sondern dass ich einfach andere Menschen mit inspirieren möchte. Einerseits natürlich mit meiner eigenen Transformation, mit meinem Weg und dann natürlich auch als CDB-Trainer, weil ja, es gibt einfach für mich kein besseres Training von der Mischung aus ja, Hit, funktionellem Training und Musik dabei. Und es hat mich einfach von Anfang an total begeistert. Und ich dachte, ja, gut, jetzt rein. Ich kam vom Ausdauertraining von früher, ich rein Ausdauersport betrieben. Und für mich ist es halt jetzt das Tolle, dass es nicht nur das Krafttraining ist, sondern dass der perfekte Mix einfach aus, ja, mit Cardiotraining integriert, mit Kraftelementen, funktionellem Training und dann auch Distanzrische noch dabei irgendwo. Dann war ich so begeistert und dann gab es kein Zurück mehr und ich dachte, jetzt starte ich in die Ausbildung. Cool, jetzt hast du schon so viel erzählt, ich muss gar nicht mehr so viele Ja. Fragen stellen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte ja das Gespräch damals mit dir, da war ich in Italien im Aldiana Club und da hatten wir beide den Call. Da ging es auch um das Business Coaching. Darüber können wir vielleicht mal ein andermal sprechen. Heute geht es mir wirklich über die Genau. fachliche Ausbildung. Du hast gesagt, du kamst vom Ausdauersport. Da stelle ich mir darunter vor, dass man eher viel läuft, joggen geht. Ja, Und da wollte ich genau. wissen, was für eine Art Umstellung war das? Also war das für dich einfach, in diese Hit-the-Beat-Ausbildung einzusteigen? Und was waren da vielleicht auch Hindernisse und große Herausforderungen? Erzähl mal darüber ein bisschen. Also gut, von der Kondition her war es für mich sehr einfach. Also die Grundkondition, die kam mir total entgegen, dass ich sehr leicht einfach auch von den Levels her mitkam und dass ich mich eigentlich unterfordert fühlte, weil ich am Anfang dachte, okay, ich mache jetzt da voll mit und es ging eigentlich auch. Aber dann hatte ich das Problem, mir fehlt einfach das Choreografische. Also ich war der Typ am Anfang, ich konnte das nicht richtig auf die Reihe kriegen. Aber ich merkte dann schon bald, dass es eigentlich ganz einfach ist, dass es eigentlich mit Tanz viel weniger zu tun hat wie mit dem funktionellen Training. Und dadurch, dass ich ja dann im funktionellen Training auch immer weiter arbeitete, also auch gerade mit Grundelementen Squats und entsprechend Planks, bis man das in meinem Kopf dann drin hat, dann, ja, dann hatte ich die Grundausdauer. Und kam dann aber durch das funktionelle Training parallel eigentlich auch ganz schnell rein. Und ich merkte ja, ich wollte am Anfang halt dann auch wahrscheinlich zu viel in den höheren Levels einsteigen. Ich bin dann eher wieder zu niedrigen Leveln und dann dachte ich, ja gut,
Es ist eigentlich gar nicht schwer, das zu erlernen. Und es kam dann auch immer mehr der Spaß. Und wenn man das mal einfach mal kapiert hat, auch von den Grundelementen, dann kann man ganz schnell eigentlich drauf aufbauen. Aber Kann das ich. Austauschsport primär war wichtig für mich als Grundlage. Cool, weil viele Leute kommen zu uns und haben ein bisschen großen Respekt, sage ich mal, vor der Koordination. Und viele Menschen haben eher die Grundlage einer linearen Sportart, so nenne ich sie mal. Aber da hattest du keine Probleme mit. Nö, überhaupt nicht. Also, das Sehr hat man gut. von Anfang an. Klar, es war eine gewisse Umstellung. Also, wenn ich jetzt rein Ausdauersport gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so die Lust gehabt zu dem Ganzen. Aber wenn man dann sehr interessiert ist, einfach mal wirklich sein Training auch zu strukturieren, umzustellen und nicht immer nur Ausdauersport machen möchte, sondern einfach auch mal mehr, ja, auch das Krafttraining integrieren, das funktionelle Training und die Beweglichkeit vor allem natürlich auch Koordination, dann gibt es nichts Besseres. Geil. Und du hattest ganz kurz am Anfang auch von Spaß geredet. Kannst du in deinen eigenen Worten sagen, was genau hat dir während der Ausbildung am meisten Spaß gemacht? Also am meisten Spaß hat mir eigentlich gemacht, dass es so super gut strukturiert war. Also für mich war es sehr leicht, einzusteigen. Da bekommt man einfach die optimale Hilfe. Man bekommt wirklich von Grund auf das Basic-Wissen und es gibt dann eigentlich das totale, also dieses Stufenmodell, dass man einfach immer mehr Spaß bekommt, ja, ich möchte weitermachen. Das ist eigentlich alles von Grund auf so gut erklärt, dass es kein Hindernis gibt, nicht die nächste Stufe zu erreichen. Und ich fand es auch so toll, man kann sich selber ja diese Zeit einteilen. Man bekommt zeitlich eigentlich nicht den Druck und hat eigentlich, wenn man, klar, 40 Minuten am Tag und so sollte man automatisch dann machen, aber ich fand es auch so super erklärt. Dann, dass man halt einfach dann auch dieses Level sich sehr leicht hocharbeitet. Und ja, das hat mich dann so motiviert, einfach auch diese gute Struktur, ja, alle bemühen sich mal einen ganz tollen Support von Anfang an. Und ja, dann hat mir das immer mehr Spaß gemacht, einfach. Geil, du sprichst auch von Support. Wir haben ja immer individuell für jeden Auszubildenden oder Auszubildenden, ne, meistens einen Mastertrainer, der für einen dann zur Verfügung stellt. Wer war das bei dir? Bei der Daniel Richards. Cool. Was kannst du den Leuten, die hier zuschauen, dazu sagen, also dieser persönlichen Betreuung während der Ausbildung, in dem Fall Daniel, was konntest du mitnehmen? Wie fandest du das Feedback? Wie kam das Feedback an? Wie hat er dir das gegeben und wie waren die Gespräche? Also ich fand sein Feedback immer unheimlich genau, sehr gut. Und vor allem, was ich gut fand, er hat sowohl gelobt, klar, wenn was sehr gut war, aber man konnte aus dem Feedback richtig genial an seine Fehler arbeiten, was ja letztendlich auch der Sinn ist an dem Ganzen. Und er hat es also unheimlich detailliert dann erklärt, gab ein ganz tolles Feedback, sodass ich dann auch für das nächste Level wieder an genau meinen Fehlern lernen konnten. Und er hat es auch immer betont, schau dir das nochmal an, dass du dann das nächste Level mit diesen Fehlern praktisch weiterkommst, dass an diesen Fehlern arbeitest, dass es automatisch dann wieder drin ist und dass es auf dem nächsten Level kommt. Und es war halt auch der schriftliche Austausch war dann ganz hervorragend und auch wie er das dann auch in diesem Video erklärt hat, genau, er hat dann auch noch mal ein paar Übungen vorgemacht oder gewisse Haltungsfehler, die ich gemacht hatte. Und ja, es war ein auch ganz toller persönlicher Austausch und man fühlte sich halt auch nicht wie irgendeine Nummer, sondern so richtig, es waren persönlicher Berater irgendwo. Man konnte auch den mal anschreiben, wenn man eine Frage hatte und wenn man sich unsicher war in irgendwelchen Themen oder Fragen, auch was jetzt zum Beispiel die Aufnahme von Video anbelangt oder so. Und ja, ich fand es unheimlich hilfreich, sein Feedback. Und ich denke, das hat mir dann ermöglicht, dass ich auch alle Level sehr gut geschafft habe. Cool. Ja, werde ich dem Daniel ausrichten, dass er einen guten Job gemacht Auf hat und jeden dir Fall. geholfen hat, die Ausbildung zu bestehen, damit ich die Zuschauer hier kurz abholen kann. Mir war es halt besonders wichtig bei dem Ausbildungskonzept, dass die Leute wirklich von A nach B, B nach C, also komplett den ganzen Prozess in der Ausbildung an die Hand genommen werden, sie die Möglichkeit haben, in der WhatsApp-Gruppe miteinander zu kommunizieren, aber auch eben diesen persönlichen Austausch habe in Form zum Beispiel eines Zoom-Calls, wo man eben eine gewisse Zeit, 30 bis 60 Minuten, mit dem Mastertrainer sprechen kann und ihm alle
Fragen stellen kann. Und finde ich cool, dass das so gut funktioniert hat in diesem Fall. Was meine nächste Frage wäre, hat die Ausbildung das erfüllt, was du erwartet hast? Oder gab es auch Sachen, die noch fehlen? Oder würdest du noch etwas dazu tun? Hat sie deine Erwartungen übertroffen? Wie war da das Feeling, nachdem du Login gedrückt hast und eben vor kurzer Zeit die Ausbildung bestanden hast? Also ich fand, es hat eigentlich meine Erwartungen tatsächlich übertroffen. Weil ich hatte irgendwo auch ein bisschen so die Angst, ja, schaffe ich das? Schaffe ich es tatsächlich, dann auch die Videos zu drehen? Also nicht nur immer im eigenen Raum irgendwie zu üben, sondern tatsächlich dann auch mal das zu lernen, Trainer zu sein, also das auch nach außen zu bringen. Aber ich fand genau diesen Blog eigentlich auch so super, dass man richtig gehen ins kalte Wasser springen muss. Man schafft ja das dann nicht, wenn man nicht anfängt zu reden, wenn man also nicht die eigenen Übungen präsentieren lernt. Und es wurde halt so super gemacht am Anfang, dass man nicht gleich natürlich einen Kurs leiten muss. Das war dann das Endvideo, aber dann einfach so Step by Step erst Übungen erklären, das dann mitmachen und so. Und diesbezüglich, ja, das. Also meine Erwartungen hat die ganze Ausbildung wirklich echt, ja, mehr als, ja, überhöht eigentlich. Also klar, Cool. doch, für mich war es auch kein Thema, dass ich dann im Masterlevel weitermache. Und nee, also ich bin mit allem, ich kann eigentlich sagen, ich habe gar nichts, was ich sage, das ist negativ oder ich würde was dran verbessern. Gut, vielleicht noch ein einer Punkt, dass man noch manche Übungen vielleicht noch mehr im Video vertieft irgendwie. Also mir sind manche Übungen, wenn ich jetzt das angeschaut habe, dann auch in der Trainer-Area oder dann auch in der App selber gut, das ist nochmal jetzt was anderes, aber selbst in der Trainer-Area, ich hätte es gern nochmal, ja, nochmal genauer aufgesplittet gehabt, also von den Bewegungsabläufen. Das ist vielleicht das Einzige, aber das ist natürlich auch eine individuelle Sache. Einer mag die Übung mehr oder braucht das Video oder andere die Übung. Aber sonst hat man natürlich in der Trainer-Area schon auch sehr gute Anleitungen. Geil, mit diesem Feedback werde ich natürlich auch, das werde ich auch mitnehmen. Du hast, glaube ich, noch die Online-Ausbildung auch über die Plattform Thinkific, glaube ich, hieß die, gemacht und hast jetzt den Zugang zu Trainerway bekommen. Wir haben vor kurzem sogar schon ein Update gemacht. Dort, wo du jetzt das Master-Level machst, damit die Leute wissen, was das ist unser Business-Coaching. Da helfen wir Trainern, haupt- oder nebenberuflich Fuß zu fassen und wie man quasi eine vernünftige Trainerselbstständigkeit von Grund auf aufbaut. Und dort haben wir jetzt seit 3 Wochen auch die Online-Ausbildung. Und die Leute, die jetzt die Online-Ausbildung machen, die haben nicht 10 Levels, sondern 18 Levels. Also wir gehen nochmal viel mehr ins Detail bei jeder Übung. Du hast es auch so geschafft, aber für alle weiteren, da wird noch mehr ins Detail gegangen und noch mehr Aufmerksamkeit bei den Übungen quasi durch Videos verdeutlicht. Vielleicht Gut, bekommst du mal den super. Zugang, da kannst du mal nochmal ein Feedback geben. Genau. Ja. Was mich so zum Schluss nochmal interessieren würde, ich liebe es sehr gerne, über die Gefühle zu sprechen, die Menschen quasi mitnehmen durch Hit the Beat. Und was mich jetzt interessieren würde, so als Abschlussfrage, vielleicht Abschlussfrage, wie fühlt es sich jetzt an, Hit the Beat Trainer zu sein und das Ganze auch zu unterrichten? Und hast du schon Feedback von Menschen bekommen, mit denen du das gemacht hast? Also ich starte jetzt ganz neu, muss ich sagen, als Trainer überhaupt. Ich habe jetzt ja, ich darf Kurse geben jetzt sogar. Ich habe einen Vertrag bekommen als Trainer in meinem Fitnessstudio und darf dann dort gleich mit HIIT-Kurse durchstarten. Da habe ich jetzt von der Leiterin, Studioleiterin zum ersten Mal Feedback erhalten. Ich habe sie selber mal in so einen Kurs mit reingenommen und auch dieses Feeling und so weiter. Und sie war gleich auch sehr begeistert von dem Ganzen. Dadurch hat sie gesagt, okay, man nimmt das unbedingt ins Programm auf. Was mich Cool. an dem Ganzen so fasziniert, ich komme rein, ich habe morgens teilweise wirklich nicht unbedingt Bock auf Sport. Es kann an manchen Tagen auch sein, wenn ich so ein ganz strukturiertes Training durchführen muss, dann sage ich Ihnen, jetzt mache ich die Beat, gehe in die Übungen rein. Und ich mag die Anstrengung. Ja, also für mich ist es einfach, die Anstrengung wird irgendwo unterdrückt. Man hört dann die Musik, man kommt in das Warm-up dann rein, dann wird es einfach, man wird warmer. Man möchte dann, also für mich ist es pure Motivation auch.
Und ja, es ist so viel Inspiration dann auch von der Beweglichkeit. Also es sind keine sturen Bewegungen, das ist alles halt das Dynamische und so weiter. Und ja, das geht dann von Freude über Freiheitsgefühl, über, ja, es inspiriert mich einfach total. Und man möchte da auch dann so ausbrennen, man möchte seine eigenen Moves eigentlich dann auch machen. Und ja, das ist, für mich ist es einfach pure Motivation, Freude, Freiheit, Spaß. Ja. Geil, ja, freut mich mega zu hören. Diese Worte, diese Gefühle, die berühren auch mich, sage ich mal, weil genau das sind ja auch meine Werte. Das möchte ich auch durch die Ausbildung verkörpern. Cool, dass du das genauso siehst. Und hoffentlich, oder ich wünsche mir für dich natürlich sehr, dass du jetzt auch diese Inspiration, die du angenommen hast, selber auch wirst für andere und andere Menschen inspirierst auf ihrem Weg. Mit deiner Kraft, mit deinen Workouts quasi auch zu einem sehr positiven Leben zu animieren. Was mich noch zu Schluss interessiert oder wo ich mich darüber freuen würde, wenn du einfach in deinen eigenen Worten sagst, warum andere Menschen, egal ob sie schon Trainer sind oder Trainer werden sollten oder wollen, ja, die Hit-the-Beat-Ausbildung, die fachliche Ausbildung besuchen sollten. Ja, also ich finde einfach, man bekommt nicht nur irgendeine Traineranleitung. Man bekommt kein Training, das einen anleitet, irgendwie sich zu bewegen, sondern man bekommt einfach das Gesamtkonzept. Da geht es ja auch sehr viel um Eigenentwicklung, um Transformationsfragen. Wie entwickle ich mich weiter? Also wie entwickle ich mich in meiner Persönlichkeit weiter? Wie kann ich das auch am besten dann darstellen? Wie gehe ich auf Leute zu? Auch per Kommunikation. Auch der soziale Aspekt ist da sehr stark dabei drin. Also das ist einfach, ich finde, das Gesamtpackage ist so reizvoll. Also man lernt, sich selber weiterzuentwickeln, an sich selber auch zu arbeiten und dann natürlich auch alles für die Gesundheit, für die Beweglichkeit, für die Fitness noch gleichzeitig zu machen. Aspekt Regeneration kommt dann auch natürlich sehr stark. Klar, wer zum Beispiel keinen Cooldown oder so macht, es ist einfach Bestandteil auch dieser Ausbildung. Und man kommt dann auch da rein, wie gut eigentlich auch Cooldown, Dehnung und so weiter ist. Wie wichtig auch Regeneration ist. Also ich finde einfach, das Gesamtpackage ist es absolut wert, diese Ausbildung zu machen. Um nicht nur jetzt andere damit zu begeistern, sondern erst mal auch mal bei sich selber anzukommen, sich selber persönlich weiterzuentwickeln. Und dann genau diese Entwicklung dann auch weitergeben zu können. Geil. Ja, freut mich. Übrigens habe ich den Martin nicht bezahlt, das zu sagen. Ne, immer klarstellen, freut mich echt zu hören. Du hast es ja auch sehr gut durchgezogen. Ich habe ja den Prozess auch mitbekommen. Zwischendurch hatte ich auch mal mit Daniel Kontakt und du bist ja auch beim Business Coaching. Da bist du ja auch regelmäßig auch in den Calls. Also ich habe ja sehr nahen Kontakt zu dir. Freue mich, dass du da so motiviert, diszipliniert und leidenschaftlich auch bei der Sache bist. Und Gratulation nochmal von meiner Seite Vielen zum Dank. Bestehen der Hit-the-Beat-Trainerausbildung. Für alle anderen hier, die Bock haben auf die fachliche Ausbildung, die können gerne hier unter dem Video auf den Link klicken, mit mir sprechen. Ich beiße nicht, ich beantworte dann alle Genau. Fragen, die ihr habt, wie bei Martin auch. Das Ganze geht dann 30 Minuten zu Beginn, wo wir einfach mal gucken, ja, in welcher Situation befindet ihr euch? Und dann bin ich ganz offen und ehrlich und zeige euch, ob die Hit-the-Beat-Ausbildung auch in eurer Situation was für euch ist. Würde mich da mega freuen, wenn ihr hier unter dem Video draufklickt. Ansonsten ja, wünsche ich dir, Martin, weiterhin viel Erfolg. Jetzt Vielen auch Dank. in dem Kurs in Zukunft. Weiterhin viel Erfolg auch im Business Coaching. Und wir sehen uns bald ja eh auch in den Calls wieder. Von meiner Genau. Seite war es das und vielen Dank. Ich bedanke mich vielmals.